Ja, hi, ich bin der Kilian und ich werde euch heute ein bisschen was über Anwendungen für Sprachassistenten erzählen. Und unter dem Motto so von der Ideenfindung bis zum Voice-User-Interface, was man denn da so beachten muss, was man da so machen kann. Aber vorher so ein paar allgemeine Fakten. Aktuell ist es so, dass die Personen, die schon Sprachassistenten nutzen, in Deutschland fast 2/3 das Ganze täglich machen. Also im Verhältnis zu anderen Ländern, zu den USA zum Beispiel, da ist es nur knapp die Hälfte. Also die nutzen das schon sehr regelmäßig. Und von den Nutzern in Deutschland, die das tagtäglich machen und auch allen anderen, nutzen ungefähr wieder 3/4 dann auch Voice-Apps von anderen Herstellern, von Leuten, die einfach gesagt haben, hey, ich programmiere da jetzt mal was und bring da mal was voran und biete den Leuten einen Nutzen. Und wie erreicht man denn, dass das die Zahl auch so hoch ist von denen, die das regelmäßig nutzen und dann auch noch ja, Anwendungen, die nicht unbedingt das Wetter abfragen sind? Das ist, kann man sich ganz einfach an den 5 Ws entlang hangeln. Was, wer, wem, wo und wie? Oder was möchte wer, wem, wo, wie vermitteln? Das werden wir jetzt einmal kurz so durchgehen. Also, wie? Als erstes definiert man einmal so das Ziel und stellt sich dabei 2 Fragen. Was möchte ich mit der Anwendung erreichen und was möchte ich vermitteln? Da überlegt man sich dann zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Produkt verkaufen und dann muss ich wahrscheinlich zu dem Produkt noch vermitteln, dass mein Produkt besonders qualitativ hochwertig ist. Oder ich will Emotionen bei den Leuten wecken und möchte dadurch eben auch Emotionen vermitteln. Dann wem? Wer ist denn meine Zielgruppe? Sind das Kinder? Sind das junge Erwachsene? Sind das schon ältere Erwachsene oder sind das ganze Senioren? Da muss man dann so ein bisschen drauf achten, weil das ja, abhängig der Zielgruppe, man dann anders designen muss. Also Kinder lernen zum Beispiel am besten spielerisch. Für die ist es wichtig, dass es einfache Sätze sind, die leicht zu verstehen sind, dass man nicht zu schnell spricht, dass man eine klare, ruhige und deutliche Aussprache hat und dem Kind sollte immer klar sein, was es denn tun muss. Also es sollte nicht am Ende dann dastehen und dann, oh nein, ich soll was machen und ich weiß aber nicht was. Das wäre ganz schlecht, weil dann verliert das Kind schnell den Spaß an der Sache. Junge Erwachsene sind eher intuitiver im Umgang mit den Sprachassistenten, da muss man eher weniger beachten. Bei älteren Erwachsenen muss man dann oft auch schon auf eine wirklich klare Aussprache achten, dass das einfach gut verständlich ist. Und Senioren sind ähnlich wie die Kinder, sollten wieder einfache Sätze sein, die sollten leicht zu verstehen sein. Man sollte ganz genau erklären, weil die doch meistens nicht so technikaffin sind, was sie machen müssen, was sie sagen können und eben auch wieder auf eine ruhige und langsame, deutliche Aussprache achten. Dann wo? Auf welches Zielgerät möchte ich das Ganze denn bringen? Bringe ich das Ganze auf ein Smartphone, dann habe ich andere Möglichkeiten wie bei einem Smart Speaker oder einem Smart Display. Also bei einem Smartphone habe ich eine Text- und eine Sprachausgabe. Ich kann einen Link schicken, dass man irgendwo im Webbrowser noch verlinkt. Ich kann Karten zu irgendwelchen Orten anzeigen. Ich kann beim Google Assistant zum Beispiel über ein Interactive Canvas auf dem Android-Handy noch ganz andere Spiele, da bin ich komplett designtechnisch frei, da was gestalten und dann auf den Smart Speakern zum Beispiel, da habe ich nur eine Sprachausgabe. Das heißt, ich habe keine visuelle Unterstützung und muss dann das Ganze viel einfacher und viel deutlicher erklären. Und am Smart Display, da hat man eben auch wieder das Interactive Canvas, auch kann wieder Karten anzeigen, Bilder anzeigen und hat eben auch Text als visuelle Unterstützung. Dann, wie vermittle ich das Ganze? Also entwickle ich ein Spiel, sodass das Ganze spielerisch dann ist, um
Ja, selbst wenn ich irgendwas kochen will, gestalte ich das Kochen eher spielerisch oder ganz klassisch Schritt für Schritt nach und nach mache ich das Ganze in einer Art Quiz, dass ich immer wieder dem Nutzer Fragen stelle und ihm vorher vielleicht was erzählt habe und ihn dann einfach zu schauen, hat er das auch wirklich verstanden oder ist meine Anwendung vielleicht tatsächlich einfach nur ein FAQ, wo ich einfach nur Fragen und Antworten, er fragt mich was, ich antworte ihm stumpf und erzähle ihm gar nicht mehr so viel drumherum. Wenn ich mir das alles angeschaut habe, muss ich mir noch Gedanken zum Persona machen, zu dem wer vermittelt denn das Ganze, wer stellt das Ganze vielleicht auch zur Verfügung. Das Ganze muss man so an die Zielgruppe anpassen, muss schauen, welche Stimme passt zu der Anwendung und passt zu mir, duzt sich oder sieht sich und spreche ich mit einer Einzelperson oder spreche ich mit einer Gruppe, da muss ich natürlich ganz anders dann die Sätze am Ende bauen und mit denen interagieren. Dann, was ist denn anschließend bei dem WUI-Design wichtig? Also am einfachsten macht man sich das Ganze, indem man sich dann, wenn man weiß, was man macht, erstmal überlegt, was habe ich denn hier? Was ist denn das Ganze? Und das runterbricht in kleine Szenen, die so aus 3 bis 4 Interaktionen maximal bestehen. Und dann erstellt man diese kleinen Szenen einzeln und fügt die am Ende wieder zu einem großen Gesamtbild zusammen. Wichtig ist auch, dass man in den Prozess möglichst viele mit einbindet, dass man die Leute fragt, hey, wie fühlt sich das an? Hört sich das gut an? Ist das natürlich? Ist das total künstlich? Was würdest du denn vielleicht auf die Frage antworten? Einfach um herauszubekommen, wie antworten die Leute, weil jeder spricht anders und es ist einfach ziemlich schwierig, das immer selbst herauszufinden. Was man sonst noch machen muss oder worauf man achten muss, ist, dass man kurze und klare Erklärungen hat und einfach immer prägnante, kurze Sätze hat. Möglichst wenig Auswahlmöglichkeiten bei Geräten ohne Display zum Beispiel, maximum 2 Auswahlmöglichkeiten dem Nutzer zu bieten. Bei einem Gerät, was auch ein Touchscreen hat, wo ich auch per Touch auswählen kann, kann man schon mal bis 4 hochgehen, ist aber dann auch wirklich das absolute Limit. Es macht als Sprache einfach keinen Sinn, weil man sich das nicht so lange merken kann, weil die Merkspanne einfach nicht hoch genug ist. Und wenn man am Ende, ganz wichtig, immer ist am Ende der Interaktion, wenn jetzt der Sprachassistent dran ist, eine Frage zu stellen und die immer mit einem mit einer direkten Aufforderung und mit einer direkten Ansprache vor allen Dingen das Ganze die letzte Frage zu stellen, dass zum Beispiel Achtung oder hey du, jetzt hier deine Frage, irgendwas in die Richtung, dass der Nutzer weiß, er muss jetzt aufpassen und er erfährt jetzt, was er als nächstes machen soll. Und dann, was noch ganz wichtig ist, ist, dass man einfach verschiedene Variationen von den Sätzen verwendet, damit, wenn der Nutzer wiederkommt, das Ganze natürlich nicht langweilig wird. Genau, so viel dazu. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, danke fürs Zuschauen.